So, hallo und willkommen zurück zu Astroneer. Andi ist da vorne unterwegs. Ich laufe gerade auch noch rüber. Wir haben voll mit Wolfram, aber wirklich voll. Und jetzt geht's Richtung Heimat. Nicht wahr? Jupp. Sie ist sehr konzentriert. Weg von dem Scheißplaneten. Okay. Ja, genau, das was drin. Aber das Loch hier ist doch. Okay. Zack, zack, zack. Fertig ist. Ja, wir sichern jetzt die Wege ein bisschen. Wir hatten ein paar sehr Tode, naja. Wiedergeburten, glaube ich, passt besser. Ui. Ja. Ich brauche muss tanken. Bin auch schon wieder leer. Da braucht man ganz schön schnell hier, ne? Mhm. Dann machen wir am besten auf beiden Seiten zu. Großflächig. Er muss ja nicht komplett ausfüllen, der Rand reicht ja, ne? Nee, ich sag's ja, großflächig, wie wir rankommen. Okay, ich mach nichts mehr. Entschuldigung, du weißt doch, wie das mit dem blöden Ding ist. Bestimmt nicht gemacht, um dich zu ärgern. Ist aber jetzt zu und ein halbwegs sicherer Übergang, oder? Genau, du hast den besseren Punkt gerade gefunden. Perfekt. So, super. Ja, da kommt man auch sicher durch. Man könnte sich jetzt noch Geländer an die Ränder bauen, aber... Geht ja bloß darum, dass wir... Ja. Mal hier mit dem Rover ankommen. Was war das jetzt? Ich hab den Vulkan geschrottet. Das war hier nicht reinfallen. Ja. So, hier müsste eigentlich noch. Gemisch. Wenn man sich an den Sauerstoffleitungen hält, kommt man eigentlich auch ganz gut voran. Haben wir jetzt gut gesichert, oder? Komm. So. So, wieder ein bisschen aufgefüllt. Ein bisschen an der Seite. So. Ja, nicht an die Seite. Wir folgen denen ja immer. Wenn du denen dann an der Seite folgst, dann gehst du doch im Abgrund. Das sieht man doch. Besser mittig. Nee, ich konnte vorhin nicht. Ich bin vorhin extra in so ein Loch gefallen. Echt jetzt? So sehen tut man das nicht, wie du das sagst. Man will da ein bisschen abkürzen und neben der Leitung laufen und schon kakaliere's. So hatte ich das. Mhm. Ah, willst du es smoother machen? Mhm. Ein bisschen breiter. Nur die Verbinder wieder neu stellen, die reißen gerne ab, sonst. Das Stürzen. Genau. So. So, der Aufgang auch hübsch. Guck mal wenigstens hier lang. Denke ich auch. Ese wieder Olli töten. Ja, auf jeden Fall. Gleich wieder zubuddeln in das Loch. Nie was passiert. Grünzeug ist gutes Zeug, ja, ja. Hm. Dum, 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 dum. Wir planieren einfach den ganzen Planeten ein, Wir machen einfach nur die Strecke frei. Ja, ne?
Krieg, das bedeutet Krieg, ihr grünen Pflanzen. Einfach keine Anwerksfläche zurücklassen, dann hilft das auch. Tötet es, bevor es sich vermehrt. So, hier auch ein bisschen breiter machen. Könnte man eigentlich komplett einebnen, von hier aus. Boah, Unkontrollierbarkeitsmodus. Wenn du da unabsichtlich mehrere Tasten gedrückt hast, Kakalores. Ah, ich glaube, so ist doch ganz vernünftig. Ja, an Andi ist eine Straßenbauarbeiterin vorbeigegangen. Macht das echt ordentlich. Bitte nicht beleidigend auffassen. Alle Tüfte. Okay. So, den Sauerstoffmacher können wir ja jetzt hier lassen. Der ist ja nur für die Verlängerung. Können wir den Sitz wieder reinfrimmeln? Diesmal fliegt Andi, der hat das mit dem Planeten noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht, wo unsere Heimat war. Ich werde nicht fliegen. Und wenn wir Pech haben, nur mal so am Rande, Andi, dann passt das gerade mit den Umlaufbahnen nicht. Ne? Es ist aus, weil ich habe den Sauerstoffmacher ausgebaut. Achso. Dann passt das mit den Umlaufbahnen nicht. Dann lass uns mal die Dinger hier hinten wieder einsammeln. Welche Dinger? Lass die doch ruhig liegen, oder? So. Die können wir da hinten bei uns an den Shuttle stellen. Okay. Gesammelt. So, Feststoffdüse und die muss dann eingebaut werden. Wie gut ist die denn noch? Verbrauchsgut, begrenzte Treibstoffkapazität, reicht für einen Rundflug, die auch erweitert worden war. Kann ich jetzt hier so zünden? Na, das lasse ich mal lieber. Dann lassen wir mal eine Düse hier auf Reserve liegen, falls man mal hier strandelt. Andi legt dann hier ihr Lichtsignal ab und nimmt dafür hier noch so ein Wolfram mit. Noch näher an die Basis ran. Sag mal. Okay. Sag doch was. Ja, guck, siehst du, jetzt siehst du unser Leuchtsignal über den Planeten. Finden wir den Landeplatz wieder. Oh toll, wir hätten uns mal eine Farbe aussuchen sollen. Na egal. Und jetzt kannst du nochmal starten, damit kommst du dann den Universumssprung oben hoch. Kannst nochmal starten machen. Wo waren wir? Welcher ist unser? Das weiß ich nicht, aber wir sollten... Ja, wir haben wahrscheinlich kein Leuchtsignal gesetzt. Der hier heißt Silver. Ja, versuch mal Silver. Das ist... Ich glaube, Silver ist der Heimat gewesen. Warum drehen die sich hier alle? Weil das Planetensystem ja dynamisch ist. Ja, da kann man aber nichts lesen. Ja. Aber ich meine, es war Silver. Wir haben uns noch zwei Düsen da. Eine Düse scheint für Hin- und Rückflug zu reichen seit neuestem. Und wie mache ich das dann mit dem Landen? Das kommt danach. Du fliegst dann wie hier in die Planetenumlaufbahn und dann kannst du das. Ja, das ist Heimat. Okay. Und jetzt siehst du überall so Bubbles, ne? Und da hinten sehe ich einen Marker. Und da kannst du dann draufklicken, genau. Und das dann. Oh, eine Düse reicht wirklich für hin und zurück. Aber wahrscheinlich ist das jetzt Kurzstrecke gewesen. Mhm. Ja, Andi. Cool gemacht. Ach, die landet hier drauf. Na, okay. What the shit? Ist egal, das Ding braucht man ja auch nicht mehr. Das ist ja nur dieses Tauschgerät. Yay, wieder zu Hause. Ne, wir haben es geschafft. Jetzt ist die Düse aber verschrottet. Jetzt ist er voll ausgebrannt. Wo war denn unser
Schrottplatz. Hier hinten. Verbrauchte Schub. Warte mal, ausschlachten? Ich gehe hier ausschlachten. Nee, muss man später ausschlachten. Dann packe ich direkt schon mal eine Frische. Frische dran. Schrottplatz ist da hinten. Ja, dann stell du das Raumschiff auf den Raumschiffparkplatz und ich bringe den Schrottplatz, die alte Verbrauchdüse. Weil jetzt können wir ja vielleicht auch mal bald einen Schredder bauen. Kann mit dem Ding nicht laufen. Nein, kannst du nicht, weil es viel zu schwer. Du musst immer vorstellen, wieder nachlaufen, wieder vorstellen. Das ist doch Quark. Ja, nun, dass du ein ganzes Raumschiff schleppen kannst, ist auch so eine Sache. Habe ich doch von Uhr gemacht. Als Bleibst Päckchen. Hier. Ja, das stimmt. So, das erste Wolfram wird schon verbrannt. Sehr gut. Die Feststoffdüse, die übrig ist, lege ich mal ins Raumschiff, ne? In den Ansatz. Oder soll ich sie unten drunter schmeißen? Ist mir egal, ich schmeiße auch daneben. Ja, oben ist ja der Sitz drin, ne? Ja, ich würde das daneben stellen. Den Sitz auch daneben und die neue Feststoffdüse daneben legen. Dann sucht man es nicht, weißt. Oh, die Batterien oben an dem Hochhänger haben sich eine gefüllt zumindest. Ah, ich habe ja einen viel zu großen Ventilator bei mir auf dem Moped. Den kann ich gegen Mini-Ventilator tauschen. Der große kann die Basis befüllen. So. Mitkommen. Dann, da ist dann noch schon das fertige Wolfram, hast du gesehen? Mhm. Cool, ne? Wir haben es echt geschafft. Den ersten Raumflug. Neue Ressourcen rangekarrt. Joa. Achso. Hier. Das, der Verpacker, ja, den kannst du ja bei dir behalten. Der ist, um große Sachen klein zu machen. Den würde ich auf jeden Fall auf so einen Planeten mitnehmen. So, Wolfram, was wollten wir denn jetzt daraus bauen? Mittelgroßes Raumschiff, ne? Erstmal ein besseres. Wolfram Glas, also für Chemielabor. Wolfram Glas Keramik. Möchtest du oder soll ich? Bau du? Ich füll hier mal nach. Dann nehme ich hier auch die fertigen Wolframs. Gut, dann kann ich nämlich die nächsten hier aufstellen. Nur ein Slot freilassen, sonst fällt immer alles runter. So, Glas und Keramik, alles klar. Kupfer, Glas, wollen wir den Keramik? Keramik. Wir haben es echt drauf. Chemielabor, zack. Haben wir schließlich lang genug drauf gewartet. Hier ist leer, weil ein Generatordauer an war. Schmeißen wir den neuen drauf. Und schalt mal einen an. Klar, dass die nicht selbst abschalten. Du brauchst ein neues Lager für, ne? Für Wolfram. Kann man hier vorne drauf tun, dann macht er das Fertige direkt da drauf. So. Genau, kannst du auch da drauf stecken, ist okay. Funktioniert. Dann nehme ich mal von hinten den Pferdchen weg, wa? Du willst. Der macht das sowieso nicht so, wie man das will. Wir brauchen jetzt leider auch eine neue Plattform. Vorzugsweise eine große. Wenn er da mal fertig gedruckt hat. Druckt aber. Jetzt ist er fertig. Halleluja. Ich geh mal gucken, ob ich irgendwie ein paar Forschis finde. Alles klärchen. Ja, wo ist mein Map? Da hinten. Großer Lagerring. Keramik-Aluminium-Legierung. Große Plattform A. Nee, die ist das nicht. Die ist gut. Die möchte ich bauen. Dreimal Harz, bitte. Okay. Ups.
braucht denn jetzt so unglaublich viel Energie? Ach, der ganze Schmelzofen. Schalte ich mal kurz aus. Der frisst natürlich, logisch. Aber wenn wir mal einen Schredder haben, könnte man auch wenn wir einen großen Schredder haben, könnte man auch mal die kleinen Plattformen zerlegen, weißt du? Ja. Und dann die größeren austauschen. Aber im Moment benutze ich die, bevor wir hier 30 Stück rumstehen haben. So doof. Na klar. Jemand ins Auto eingestiegen. Legt mal direkt. Teil doof gemacht, aber gut, der muss ja speichern. Fertig. Zack, 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 zack. Ey, lass mich, Arzt, ich bin durch. Okay. Naja, wir wollten noch die ganzen Dinger einmal umbauen. Ich glaube, das ist die Stromflussrichtung der Pfeil. Aber das wäre doof. Das wäre echt mega doof. Müssen wir die alle eh sowieso umsetzen. Dann machen wir das mal. Ich glaube, das ist nämlich wirklich Stromflussrichtung, dass das da nicht... Aber die funktionieren ja auch, die Geräte. Also kann das nicht so sein. Der Quark. Alles Quarks und Co. So, Chemielabor. Ach, das braucht nur zwei? Oh, das ist aber nett. Ausgepackt, was? Belegt vier. Was, zwei? Zwei Nupsels. Ach so. Das ist super, das kann auf die alte Plattform. Es sieht ja neu aus, oder? Hier können wir jetzt herstellen. Gummi, Kunststoff, Aluminiumlegierung, Wolframkarbid, Graphen, Diamanten, Hydrazin, Silikon, Sprengpulver, Stahl, Titanlegierung, Nanocarbonlegierung und das war's. Okay. Cool, ne? Jo. Hervorragend. Du bist fertig. So, und jetzt wollten wir das große Raumding, ne? Schiffchen. Das mittlere. Meine ich ja. Oder direkt das große? Ja, guck mal nach, was das frisst. Ja, genau. Forschungskammer, Schmelzofen, Erdzentrifuge. Ne, das ist der falsche Gerät. Der falsche Gerät. Weil der hier. Mittleres Shuttle, Keramik- und Aluminiumlegierung. Ich glaube, das große Shuttle haben wir noch gar nicht, ne? Tab? Noch nicht. Endcontent, Unterkunft, Solarstromanlage, extra großes Lager, Freizeitbaldachin, großer Rover, kleine Shuttle, extra großer Schredder. Mehr kann ich, kann kein anderes Shuttle finden. Warte mal, da, Shuttle. Mittleres Shuttle, großes Shuttle, 5000 Punkte, Titanlegierung und Keramik. Meinst du? Von mir aus, mach. Da können wir vernünftig durchfahren, oder? Dann ist aber richtige Raumfahrt, ne? Da müssen wir auch Hydrazin und so ein Zeug machen. Was? Hydrazin, Raketentreibstoff. Ach so. Gänzendisch, ne? Zack. Okay, viele große Windturbinen, die machen gut Strom. Schade, dass man nur die kleinen am Boden stellen kann, nicht die großen mit Kabel verbinden. Finde ich schade. Ich stell mal die Plattform hier weg. Welche denn? Meine vom Anhänger. Die Bede hier. Okay, warum? Weil ich Forschungssuche bin. Ach, du willst Forschung? Forschungssuche. Okay. Ah, alles klar. Da kann ich dich hier brauchen. Ja, soll ich dann alles vorbereiten für ein großes Fluggerät? Klar. Ich denke auch, ne? Titanlegierung zweimal. Keramik ist ja gar kein Problem. Da muss ich an die Chemiestation. Keramik ist da.
Ja, aber ich muss Titanlegierung machen. Ich glaube, das geht noch nicht. Titanlegierung. Wird aus Titan und Graphen gemacht. Titan haben wir noch nicht. Ist halb so schlimm. Dann halt das mittlere, weil damit kriegen wir halt mehr weg, ne? Na ja, bitte mach. Keramik und Alu-Legierung. Das sollte doch jetzt mal gehen. Alu ist da. Legierung ja. Nicht. Wird mit Aluminium und Kupfer gemacht. Ne, deswegen braucht man ja das Chemielabor. Kupfer. Ne, das war Zink. Wolfram. Das ist auch Zink, hey. Zink, Zink, Zink. Zink, wo ist denn das Alu hin? Zink? Nix als Zinkerei hier. Neues vom Zinker? Zink? Keramik? Alu war jedenfalls da. War. Hier. Alu. Na, was braucht das mittlere Shuttle? Mittlere Shuttle, eine Aluminiumlegierung und zwei Keramik. Das ist ja kein Problem. Aluminiumlegierung wird hergestellt. Zack, jetzt wird chemikiert. Wer ist pikiert? Chemikiert. Ach so. Jetzt brauche ich noch ein Keramik dazu. Das ist ein Riesenloch. Ups. Haben wir denn das ganze Wolfram? Achso, das ist noch auf der Schmelze, glaube ich, ne? Ja. Oh, haben wir jetzt Wolfram. Halleluja. 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 Braucht man das nicht noch für einen Schredder oder so? Wegen irgendwas wolltest du das doch auch haben. Errungenschaft, probier mal was. Wissenschaftliches aus. Ach so, hast du auch. Mhm. Perfekt. Und ich hab Graphit gefunden. Oh, super. So, meine Alu-Legierung ist auch fertig. Mittleres Shuttle ist in der Production. Okay, Wolfram haben wir jetzt reichlich. Sehr, sehr cool. Müssen wir auch mal aufräumen. Legierung und sowas, weißt du? Alles so ein bisschen für sich. Das ist doch ein Rohstoff, ne? Zinkblende, Zinkgrundstoff. Den müssen wir noch verfeinern. Den Rohstoff hier rumzuliegen, ich weiß nicht. Braucht man für irgendwas Rohstoff? Ach, keine Ahnung. Einfach durchjuckeln. Oh, das ist aber echt gerade sehr nervig, Spiel. Was? Nix. Kannst du nichts für. Jedes Mal, wenn der speichert, weil ne, klar, ins Fahrzeug steigst, ist hier erstmal eine Sekunde Standbild. Hast du sicher auch. Mhm. Das ist nicht gut. Aber nichtsdestotrotz mache ich trotzdem jetzt meine Speicherung. Wo war er denn? Wo war er denn? Wo war er denn? Hallo? Ja, wundervoll. Ich kann nicht einsteigen. Drück mal F. Das habe ich ja versucht. Das geht nicht aus der Ferne. Man muss verdammt nah dran sein. Alles klar, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, guck mal, hier ist noch eine leere Palette. Optimal. Nur ein bisschen Ordnung. So, aber an der Stelle dann mal danke fürs Zusehen an YouTube und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mit Üs. Schön blö. Bitte blö.